Stichwort. Okay, finden wir raus, was in diesem Wreck ist. Stichwort. Soll es vielleicht was Tiefgründiges sein? Ozean. Perlentaucher. Nein. Es muss was militärisch Einfallsloses sein. Bombe. Das gibt's doch nicht. Klar, dass ich hier nicht rein sollte. Dann versorgen wir mal die anderen Stationen. Ich will wissen, was Horizon da versteckt. Wieder ab. Also müssen wir den Plan um 6 Wochen vorverlegen, sonst sinkt die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Risses auf 16%. Das Wreck-Team kann es innerhalb dieser Frist schaffen, wenn es den Schleudersitz, das Lebenserhaltungssystem und die Dämpfung der Landevorrichtung streicht. Der Pilot, Lieutenant, er wurde hierfür ja befördert. Captain Cold Warn wurde informiert und ist weiterhin auf alle Fälle mit an Bord. Mit anderen Worten, wir ziehen das durch. Vielleicht können Sie die Kommission ja damit beeindrucken. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht sofort informiert habe, aber Ihr Telefon wird vermutlich abgehört. Jubel, ja? Spektral, das gefällt mir. Spektral. Seepocke? Schmelze. Egoistisch. Sparfuchs.
Oh, Scheiße! Da! Ich will fahren! Oh, nein, 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 nein. Er entkommt mir nicht. Brauche ich nicht. Willkommen zurück in Courage. Ich habe keine Ahnung, wieso du nach dem ersten Preis raus und dann wieder rein bist. Aber ich bin ja auch Charlie Montague. Und du bist du. Es warten noch jede Menge Herausforderungen. Mal sehen, ob du sie knackst. Die Regeln sind so einfach, dass selbst du sie kapieren solltest. Jede Ebene hat zwei Seiten, mit jeweils eigenem Rätsel. Wenn du beide Seiten löst, erhältst du eine Belohnung. Wenn du alle drei Ebenen in Rekordzeit abschließt, kriegst du den fetten Preis. Was nicht unbedingt heißt, dass er buchstäblich fett ist, aber du willst ihn trotzdem. Zum Starten drücke einfach einen dieser schicken Buttons. Links oder rechts, sobald du bereit bist, den Arsch versohlt zu kriegen. Thank you.
Rest von Black Reef kann Zeit in diesem Spiel durchaus ablaufen. Und du hast nur noch 30 Sekunden. Charlie Montague. Und du bist du. Es warten noch jede Menge Herausforderungen. Mal sehen, ob du sie knackst. Die Regeln sind so einfach, dass selbst du sie kapieren solltest. Jede Ebene hat zwei Seiten, mit jeweils eigenem Rätsel. Wenn du beide Seiten löst, erhältst du eine Belohnung. Wenn du alle drei Ebenen in Rekordzeit abschließt, kriegst du den fetten Preis. Was nicht unbedingt heißt, dass er buchstäblich fett ist, aber du willst ihn trotzdem. Zum Starten drücke einfach einen dieser schicken Buttons. Links oder rechts. Sobald du bereit bist, den Arsch versohlt zu kriegen. Schon. Glückwunsch! Du hast fünfmal hintereinander in Courage versagt. Ich habe schon Kinder gesehen, die intelligenter waren.
wunderbar. Ich frage mich, hast du auch die Courage, um dieses Charlie Montague-Spiel abzuschließen? Meine Güte! Wie oft denn noch? Glückwunsch, du hast
dir unterwegs verdammt viel Zeit gelassen. Also kein fitter Preis für dich. Man sieht sich wieder. Meister Charlie, Spiel! Versuche als nächstes Jagd auf den Eindringling. Ein Meister Charlie, Spiel! Immer mittags in Abdam. Mir geht's gut genug. Weder zu Hause noch im Büro. Juliana sitzt auf der Antenne, die den Loop antreibt. Man könnte meinen, sie will mich nicht sehen. Ich brauche das Rack, um sie zu kriegen, aber es ist in einer passwortgeschützten Kammer. Und hier gibt's eine Menge staubiger alte Bunker. Na dann mal los.